Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Need for Speed. Wir sind wieder zurück. Im Hintergrund unser M4 Cabrio Liberty Walk. Letzte Folge, ja, nicht so geil gewesen, weil nur zwei Rennen, was heißt nur zwei? Zwei Rennen nicht gewonnen. Ja, und deswegen fehlen mir noch ein paar EP. Was sagt die Nacht? Haben wir neue Events für die Nacht? Also, neue Rennen haben wir nicht. Aber naja. Fehlen. Wenn du die letzte Strecke mochtest, wirst du die nächste lieben. Sie ist in Downtown. Ich schick dir die Position, okay? So. So, bin ich mal gespannt, ob ich da Trend dieses Mal gewinne. Ich brauche die 16.000 EP. Ach man, M5! Verpiss dich! Bin mal weg! Oh! Oh ne, jetzt fährt sie die Corvette mit. Aber ja, ernst jetzt? Heilige Maria. So, Corvette haben wir. Und Job! Bam! Oh, das war knapp. Ach du Scheiße. Und nochmal sprühen. Oh,
nochmal Zündung. Achtzehntausend EP. So, auch schon. Das war eng. Mann! Komm, 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 komm! Nee, geh mal weg da! Baller ich jetzt mein Nitro raus. Hui. Heilige Maria, das war knapp. Alter! Ich hab den Shooter gefunden! Diese Straßeneignen sind natürlich für Magenbänder. Deshalb geben wir jetzt noch welche aus. Es gibt einen Grund, warum ich den schnelleren Wagen benutze.
Und jetzt springen. Jump! Boing! Ab in die Garage. Puh. Ein bisschen Beständigkeit schadet nie. Du machst das gut. So, neue Fahrzeuge. Was haben wir denn? Komm zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Keine neuen Fahrzeuge. Was? Okay. Gut. Was brauche ich hier? Okay. Aber ich möchte ganz gerne diese Mission machen. Vielleicht ist das die finale Mission. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe vergessen, vor der Aufnahme zu googeln, ob das die letzte ist. Wenn das die letzte ist, dann ist es bitter, weil ich wollte jetzt so gegen Ende ein neues Fahrzeug haben. Wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. Gesetzesbrecher, Mission starten. Das war knapp. Wir hatten ein paar Cops am Hals. Bei dir? Alles ruhig. Los geht's. Einer von den Trucks, nach denen wir suchen, ist gerade auf dem Weg zu den Docks. Mercer will die Wagen offenbar verschiffen. Okay, wie ist der Plan? Die Cops können wir nicht rufen. Mercers Arschlöcher sind überall. Es muss hier doch auch noch anständige Cops geben. Nach dem, was wir erlebt haben, würde ich sagen, höchstens ein paar. Ein paar reichen uns. Nur wie finden wir raus, wer korrupt ist und wer nicht? Ganz einfach. Wir führen sie alle hin. Ernsthaft? Du willst doch eine Legende sein. Okay, Rookie. Wie du willst. Ich benachrichtige die Crews, die League, einfach alle. Sie sollen Unruhe stiften und so viele Cops wie möglich nach Port Murphy locken. Und was machen wir? Wir fahren nach Eden Shores und sorgen selbst für Wirbel. Hört sich vernünftig an. Leute, ich glaube, für mich wird's Zeit, wieder zu fahren. Nicht im selben Auto wie ich. Ich liebe dich auch. Bro, du bist total eingerostet. Schon mal von Muskelgedächtnis gehört? Was, wenn deine Muskeln dement sind? Hey, Anna kann mit mir fahren. Cool. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das freut. Das wurde halt nicht mal gesagt. Ja, ja, bitte rechts abbiegen. Sind da. Oh, nice. Die League ist da. Hey, ihr wisst schon, dass da vorne ein Polizeirevier kommt. Wenn wir ihre Aufmerksamkeit wollen, passt es doch. Sorgt dafür, dass sie uns nicht ignorieren können. Let's go. Könnte lustig werden. Diese Arschlöcher drehen vor dem Revier Donuts.
mögt ja Donuts, also wollt mir ein paar umsonst mitbringen. Die Arschlöcher zum Ziel. Wenn mir die Cops den Wagen zerkratzen, verklage ich die Stadt. Wow! Alter, was hast du für ein ausbrechendes Heck, ey? Ich muss ein bisschen aufholen! Und aufholen? Nee, nee. Heute mal nicht. Schön, dass hier noch jemand ein Rennen fährt. Hey Mann! Sag mal, wie war's eigentlich im Knast? Ganz toll! Dabei hatte ich mir geschworen, nie wieder einzufahren. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich verzeih dir, fürs Erste. Ja, fürs Erste. Wäre lustig, wenn er geschnappt wird. War eine gute Idee, mit dir zu fahren. Ja, natürlich, das ist immer eine gute Idee. Was spricht dagegen? Denkst du, deine Kopffreundin könnte die Straßensperren aufheben? Ich glaube, sie mag mich nicht mehr, seit ich ihr den Laptop nicht geben wollte. Wir haben ihn doch zurückgegeben, oder? Ja, aber unbrauchbar. Aua. Bist du etwa besser geworden? Ich war schon die ganze Zeit besser als ihr. Wollt mir... Okay, hier ist Stufe 5. Das wird lustig. Okay, Zeit zu verschwinden. Verdächtige verlassen den Spaceport. Westliche Ausfahrt. Hallo, guten Tag. Holy moly. Wir haben einen Heli am Arsch. Anna, wenn Sie noch mehr Cops schicken, schaffen wir es nicht. Alter! Bitte sagt mir, es gibt eine Aftershow-Party! Danke fürs Anschieben! Holy moly! Ich glaube, wir haben genug Cops im Schlepptau. Führen wir sie zu den Docks! LOL! Rino. Ihr zwei solltet beten, dass die Wagen noch da sind. Gib einfach Gas, dann wird bestimmt niemand enttäuscht sein. Wechsel auf einen sicheren Kanal. Sie wissen von der Lieferung. Die Bastarde haben uns direkt hierher geführt. Oh, ja. Wir sind gleich da, wo die Trucks gesehen wurden. Also dann, passt auf euch auf. Das ist der ganze Kopfkartenvalerie. Oh Gott, ah, endlich. Die Wagen schleust hier niemand mehr raus. Wir haben's geschafft. Worauf sind wir hier nur gestoßen? Nichts Gutes. Einer aus der Taskforce versucht herauszuschwimmen. Er sagt, Lieutenant Mercer ist noch vor Ort. Und wo? Ulala! In dem Wagen kriegen ihn die Cops nie. Kann sein, wir aber schon. Ja, wir kriegen ihn definitiv.
2 dahinter steckt. Wir konnten sie doch nicht ohne Verabschiedung gehen lassen. Ich warne euch, lasst es sein. Vergessen Sie es, Lieutenant. Wir haben die Autos, jetzt schnappen wir sie. Ihr glaubt, ihr könnt ihn aufhalten? Officer Torres, das ist der Plan. Irgendwelche Einwände? Hört mir genau zu. Er ist gefährlich. Also haltet euch von ihm fern, wenn ihr ihn habt. Überlasst ihn mir. Glauben wir ihr? Kennst du noch andere Cops, die ihn erledigen wollen? Ganz genau. Ich warne euch nicht nochmal! Lasst es sein! Ficken. Nein, 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 nein. Wir werden nicht aufhören, ihn zu jagen. Ich weiß. Seid einfach vorsichtig. Was? Es hat keinen Schaden abgezogen? Wollt ihr mich verarschen? Ihr euch stark. Ja. Na komm schon. M4, zieh. Scheiße, das war zu früh. Das werdet ihr mir büßen! Wow. Du hast doch nicht mal Schaden bekommen, du Vogel. Bam! So geht eine Schelle. Perfektes Timing. Ich muss sofort hier weg. Du? Torres. Eva. Wenn sie mich schnappen, könnte es übel enden. Für uns beide. Ja, schon klar. Okay. Gesetzesbrecher abgeschlossen. Die Polizei hat heute ihre Suche nach Lieutenant Frank Mercer endgültig eingestellt. Obwohl keine Leiche gefunden wurde, vermuten die Behörden, dass der ehemalige Leiter der High-Speed Task Force tot ist. Es ist inzwischen mehr als eine Woche her, dass der suspendierte Lieutenant versucht hatte, mit etlichen gestohlenen Fahrzeugen aus der Stadt zu fliehen. Dass ihm das nicht gelang, ist auch dem Eingreifen eines berüchtigten, bisher jedoch noch anonymen Street Racers zu verdanken, der entscheidend zur Sicherstellung der Fahrzeuge beitrug, die, wie eine nachfolgende Untersuchung ergab, über Monate hinweg systematisch illegal beschlagnahmt wurden. Um jegliche Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, hat die Taskforce unverzüglich auf diesen Skandal reagiert und eine neue Leiterin ernannt, die folgende Stellungnahme abgab. Danke sehr. Viel zu lange missbrauchte Frank Mercer dieses Department zu seinem eigenen Vorteil. Aber jetzt nicht mehr. Es ist Zeit, dass wir die Ressourcen wieder ihrem eigentlichen Ziel zuweisen. Dem Kampf gegen Street Racing. Unter Frank Mercers Leitung konnte diese Kriminalität wachsen. Unter meiner wird sie enden. Alles klar, Torres.
Den? Den gibst du mir? Das ist ein guter Wagen. Das Ding fahre ich nicht. Warum nicht? Nach dem, was mit deinen letzten Autos passiert ist, wäre ich lieber dankbar. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Lucas, ich bin in der League. Wenn ich in dem Ding aufkreuze, werden die noch einen Lachanfall bekommen. Ja, du bist jetzt eine große Nummer. Aber für mich bleibst du meine kleine Jecha. Mira, venga, paka. Komm, tranquila. Nein. Na komm, komm her. Echt jetzt? Du bist in der League. Wenn du in dem Ding aufkreuzt. Oh, meine Rippen. Sorry. Hey. Eure Aktion gegen Mercer habt ihr euch in der Stadt eine Menge Freunde gemacht. Aber trotzdem braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Heißt das, du kommst in unsere Crew? Ich hab wieder Lust zu fahren. Vielleicht zeige ich euch ein paar von meinen alten Moves. Nice. Drehen wir eine Runde? Logisch. Hey, passt bitte auf euch auf, ja? Leute von überall wollen jetzt gegen euch fahren. Und eine Menge anderer Leute wollen euch aufhalten. Härter als sonst. Das heißt, wenn die Cops kommen, zischen wir ab. Danke fürs Spielen. Die League hat dir ein kleines Dankeschön für deine Hilfe abgegeben. M3 GTR Legends Edition. Gut. Das war's mit Need for Speed Heat. Wir sind durch. Ich wollte nur die Story Let's Playen, falls ihr die jeweiligen Rennligen noch zu Ende gucken möchtet, also die Racing-Story, die Offroad-Story und die Drift-Story könnt ihr halt gerne machen bei anderen YouTube-Channels. Hier bei mir ist nur die Story im Vordergrund gewesen. Nächste Woche weiß ich noch nicht, mit was ich weitermache bezüglich Need for Speed. Da werde ich mal noch gucken müssen. Aber habt einen schönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein!